Guten Morgen zusammen. Heute geht es darum, das Garagentor smart zu machen, indem ich es einfach mit dem Handy per Shelly bedienen kann. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht und jetzt haben mich ein paar Nutzer aus der Community, worüber ich auch echt sehr dankbar bin, darauf aufmerksam gemacht. An dieser Stelle danke, lieber Norbert, dass diese Variante inzwischen von Shelly nicht mehr, erlaubt ist, weil die Shelly zwar einen potenzialfreien Kontakt hat über ein Relais, das eigentlich getrennt ist von dem Schaltkreis, der die Shelly mit Strom versorgt, aber diese Trennung, die ist nicht so ausgeführt, wie sie ausgeführt sein sollte, um wirklich auf der einen Seite mit 230 Volt zu arbeiten und auf der anderen Seite mit den 24 Volt, mit denen die meisten Garagentorantriebe funktionieren. Ich möchte euch natürlich hier nicht irgendwie einen Scheiß erzählen oder irgendwas, was euch in Gefahr bringt. Und deswegen möchte ich jetzt dieses Video einfach nochmal machen. Und diesmal schließen wir die Shelly mit 24 Volt vom Garagentorantrieb an, was eigentlich auch die bessere Variante ist, weil die arbeitet nicht mit so hohen Spannungen wie 230 Volt. Die sind zwar trotzdem auf der Platine, da liegen die an am Trafo. Aber ihr müsst die Shelly nicht damit verbinden, sondern eben mit 24 Volt, die sehr, sehr viel ungefährlicher sind. Und dazu habe ich mir jetzt einfach mal im Internet die Bedienungsanleitung von meinem Garagentor rausgesucht. Und hier habe ich dann den Punkt, welcher Kontakt 24 Volt und welcher Ground mit 0 Volt hier ist. Ob das nun auch wirklich so ist, wie ich das mir vorstelle und wie ich es brauche, das werde ich jetzt mal kurz rausmessen. Ich habe die Shelly, die ich dafür einsetze, schon demontiert. Für 24 Volt müsst ihr übrigens nichts an den Jumper-Settings ändern. Aber wenn ihr die Shelly mit 12 Volt zum Beispiel betreiben wollt, kann ja auch sein, euer Garagentor hat 12 Volt, dann müsstet ihr den Jumper ändern. Genau. Ich lege jetzt einfach mal los und als allerersten Schritt machen wir erstmal die Verkleidung von meinem Garagentor ab. Los geht's! Hier finden wir nun wieder das Anschlusspanel, das auch auf der Anleitung war. Und jetzt müsste ja auf 5 und auf 1, die Nummerierung ist schon mal ein bisschen anders wie bei mir hier auf der Anleitung. Ich werde es jetzt einfach mal messen. Also theoretisch müsste auf dem hier Ground liegen und auf dem hier die 24 Volt Plus. Das würde auch Sinn machen, weil auf diesem Draht ist der Funkanfänger angeschlossen. Wir machen als allererstes den Strom vom Garagentorantrieb weg, dass da einfach nichts passieren kann. So, ihr habt es vielleicht gesehen, das Licht ist ausgegangen hier von der LED, also müsste der Strom weg sein. Jetzt stecken wir mal dieses Kabel hier ein und auf der 3 das zweite Kabel. So, und jetzt können wir an den beiden Drähten messen, ob hier wirklich jetzt die 24 Volt anliegen, so wie es eigentlich laut Anleitung sein sollte. Ich nehme dazu mein Multimeter und stelle es auf 200 Volt Gleichstrom und dann prüfen wir das Ganze doch einfach mal. Und wir haben 24 Volt. Also das passt schon mal. Das hier sind die zwei Drähte, die wir brauchen, um die Shelly mit Strom zu versorgen. Ich habe den Stecker wieder gezogen. Es ist wieder keine Spannung auf dem ganzen Teil hier. Man sieht es auch, die rote LED ist aus. Und jetzt müssen wir natürlich noch den Kontakt finden, an dem der Schalter angeschlossen ist. Das ist eigentlich ganz einfach, weil ihr habt ja irgendwo einen Schlüsselschalter oder eben wie ich jetzt hier noch zusätzlich die Fernbedienung. Und da, wo die zwei von den drei Drähten der Fernbedienung rausgehen und auch die des Schlüsselschalters, oder ihr habt so einen Taster in der Garage, das ist der Punkt, wo wir dran müssen. Zeige ich euch mal. Hier, das ist das Kabel von der Fernbedienung. Und die zwei Drähte, die hier zusätzlich mit rausgehen, die gehen an den Schlüsselschalter. Und ich habe mir das eh schon hier nach oben geführt und mit Vago-Klemmen abgezweigt, weil die Anschlussstellen hier, die sind recht voll. Da passt jetzt kein drittes Kabel noch mit rein. Also nehme ich einfach diesen Weg, den ich eh schon bereitgelegt habe und schließe mir da den Input und den Output der Shelly an. Die Shelly hat ja einmal Anschluss für Output und Input. Das ist das potenzialfreie Relais. Hier kommen die zwei Drähte hin, die auch im Schlüsselschalter sind. Switch benötigen wir nicht. Das würden wir brauchen, wenn wir einen Schalter noch mit anschließen würden. Und L und N wäre die Spannungsversorgung.
L steht ja für den Außenleiter, N für den Neutralleiter. Und wenn man hier genau hinschaut, ist noch ein Plus und ein Minus daneben. Also muss das Plus von meinen 24 Volt auf N und das Minus Ground auf L. Also schauen wir uns nochmal die Anleitung an. Und hier haben wir ja für Minus den Kontakt 20 und für Plus den Kontakt 5. Die Enden hier von meinen Kabeln, die sind noch so abisoliert, wie sie eigentlich für Vago-Klemmen gut sind. Aber da die Kontakte von der Shelly nicht so tief sind, mache ich die ein bisschen kürzer. Und jetzt kommt eben der Kontakt mit dem Minus bei L rein. Und immer den Ziehtest machen, dass das Kabel auch wirklich sicher sitzt. Und dann kommt der Kontakt von dem plus 24 Volt bei N rein. Jetzt müssen wir noch Input und Output verbinden. Oben habe ich eine Vago-Klemme, also isoliere ich mir die Stellen oben ein bisschen länger ab. Das geht am einfachsten mit einer automatischen Abisolierzange. Kann ich euch auch unten in der Beschreibung verlinken. Und für die Shelly, und da wo die Shelly angeschlossen wird, einfach wieder ein Stück kürzer. So. Und die anderen beiden Enden kommen dann in die Shelly. Hier ist übrigens völlig egal, wie rum ihr das anschließt, weil das ja einfach nur ein Schalter ist, der dann, oder eine Verbindung ist, die geschlossen wird. Überall nochmal den Ziehtest machen, ob alles passt. So, und bevor ich jetzt wieder mein Gehäuse drauf mache, prüfe ich noch kurz, ob alles funktioniert. Dazu machen wir mal Strom drauf. Strom ist wieder drauf und jetzt sollte eigentlich die Shelly in unserer Shelly-App auftauchen. Beziehungsweise, jetzt müssen wir die Shelly noch einrichten und dazu öffnen wir die WLAN-Einstellungen unseres Smartphones. Da taucht dann auch schon die Shelly auf. Hier gehen wir gleich mal drauf. Jetzt verbindet sich das Smartphone mit dem WLAN der Shelly und wir kommen auf die Konfigurationsoberfläche. Alle Shellys werden mit der gleichen Standard-IP ausgeliefert, das ist die 192.168.33.1 und da gehen wir jetzt mal drauf. Jetzt sehen wir die Shelly in ihrem Werkszustand und unter Internet and Security Wi-Fi Client Connect the Shelly Device to an existing Wi-Fi können wir der Shelly jetzt unsere WLAN-Daten mitgeben. Bei Set Static IP könnt ihr noch eine feste IP vergeben. Das macht dann Sinn, wenn ihr zum Beispiel die Shelly direkt über zum Beispiel den Button einfach steuern wollt, dann ist das manchmal besser mit einer festen IP. Ich überspringe diesen Schritt jetzt aber einmal und gehe direkt auf Save. Und jetzt seid ihr nicht mehr mit dem WLAN von der Shelly verbunden, sondern seid wieder in eurem normalen WLAN, weil die Shelly sich ja mit diesem verbunden hat und selber keins mehr zur Verfügung stellt. Wir öffnen die Shelly App und sobald neue Geräte in unserem WLAN verfügbar sind, erscheint oben der Punkt Discovered Devices. Also die Shelly App hat ein Gerät gefunden, das da ist, aber das noch nicht in der App ist. Also klicken wir oben auf Click to Add und geben dem Ganzen den Gerätenamen Garagentor. Welcher Raum? Der ist natürlich die Garage und als Bild wählen wir so ein Rollladenbild aus. Das passt ganz gut. Dann ist es ein Relais und wir machen Gerät speichern. Soll die Shelly mit der Cloud verbunden werden? Ja, gerne, weil dann könnt ihr auch das Garagentor von unterwegs aus steuern, wenn ihr nicht mit eurem lokalen WLAN verbunden seid. Aber das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Es bietet natürlich auch immer einen gewissen Datenschutz-Sicherheitsfaktor, wenn irgendwo irgendwas mit der Cloud verbunden ist. Das Ganze dauert immer einen kleinen Moment. So, und jetzt sind wir verbunden. Jetzt gehen wir auf Garagentor und sehen schon mal, dass es da ist. Aber unten fehlt noch dieses Menü mit den Einstellungen. Einfach nochmal zurück, nochmal drauf und siehe da, jetzt haben wir es. So, wir müssen jetzt nochmal auf die Einstellungen gehen und den Standardmodus Power an. Das bedeutet, wenn die Shelly mit Strom versorgt wird, was sie dann macht. Und dann soll sie natürlich auf keinen Fall anschalten, weil sonst habt ihr Stromausfall. Strom ist wieder da, euer Garagentor geht auf. Also schalte ich das hier auf aus. Jetzt müssen wir noch einstellen, dass, wenn der Schalter getätigt wird, sich automatisch, er soll ja wie ein Taster funktionieren, ihr drückt drauf und danach geht es sofort wieder aus. Also geht ihr auf automatisch aus und als Zeit wählen wir mal 2 Sekunden. Das funktioniert euch ganz gut. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, noch den Rückmeldestatus zu bekommen, ob das Garagentor gerade auf oder zu ist. Das habe ich euch in einem separaten Video erklärt und da könnt ihr einfach mal reinschauen. Ich verlinke es euch auch noch unten in der Beschreibung, wie ihr quasi immer seht, ob mein Garagentor auf oder zu ist.
Unter Share könnt ihr das übrigens auch euren Familienmitgliedern oder Freunden, euer Garagentor zugänglich machen. Das habe ich euch auch in einem Video erklärt. Verlinke ich auch unten. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Ihr seht, das Garagentor geht auf. Wunderbar, so soll es auch sein. Und der Schalter ist auch wieder ausgegangen. Das heißt, diese Auto-Aus hat funktioniert. Jetzt machen wir das Garagentor wieder zu. Funktioniert auch wunderbar. Jetzt ist es natürlich sehr unkomfortabel, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr das Garagentor aufmachen wollt, die App öffnen müsst. Deswegen könnt ihr einfach zu euren Widgets wischen und hier unten ein Shelly-Widget ergänzen. Dazu klickt ihr einfach auf Bearbeiten, scrollt ganz nach unten und unter Anpassen gibt es dann hier unten bei Shelly die passenden Widgets dazu. Das Widget für Relays, Plugs and Lights, hier könnt ihr dann hinzufügen Garage, Garagentor und wenn ihr jetzt nochmal in eure Widgets reingeht, dann habt ihr das Garagentor mit dabei. Also könnt ihr einfach nach links wischen und euer Garagentor öffnen. Ich werde jetzt wieder die Verkleidung auf meinen Garagentorantrieb machen, dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, dir hat mein Video was gebracht und du schaust beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss.